Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten eine Zuschauerfrage, die wie folgt aussieht. Also, wir haben einen Motor. Dieser Motor treibt eine Pumpe an. Pumpe, und diese Pumpe fördert Wasser in eine Höhe von 16 Meter. So, dann wissen wir noch, die Förderleistung dieser Pumpe sind 1000 Liter pro Minute. Also das ist die Förderleistung pro Minute. Dann, was haben wir noch? Wir haben noch den Wirkungsgrad vom Motor. Der ist bei 80% und der Wirkungsgrad der Pumpe ist bei 50%. So, anschließend noch gegeben die Gravitation, die liegt bei 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat. So, und jetzt ist die Frage, welche Leistung benötigt dieser Motor, um 1000 Liter in der Minute 16 Meter nach oben zu befördern? Das ist die Frage. Also, wie schaut man Leistung des Motors in Klammern Anschluss, damit es hier klar ist. Die Anschlussleistung, die ich hier reinspeisen muss. So, jetzt nehmen wir mal eine andere Farbe. Also das ist alles gegeben. Und wie geht man jetzt vor? Also als erstes würde ich mal so vorgehen, ich rechne die Energie aus, welche ein Liter ist ja ein Kilogramm Wasser nach oben für diese 16 Meter oben zu befördern, die Energie, die ich hier brauche. Und das ist ja E-Pot, die Formel kennt ihr alle aus der Physik, ist ja Masse mal Gravitation mal die Höhe. Und das ergibt sich somit 1 Kilogramm mal 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat mal die 16 Meter. Und die ergeben somit eine Energie. Also ein Kilo, für ein Kilo 16 Meter nach oben zu befördern, brauche ich ja 157 Joule. Für ein Liter. Schreiben wir mal hier hin, für ein Liter brauche ich diese Energie von 157 Joule für einen Liter nach oben zu befördern. So, diese Pumpe schafft aber 1000 Liter in der Minute. Das kann ich umrechnen in Liter durch Sekunde, also 1000 geteilt durch 60, das ergibt dann 16,6 Liter in der Sekunde. Aha, so viele Liter in der Sekunde muss ich also nach oben befördern. Also ich brauche, hier weiß ich ja für einen Liter, ich brauche 16,6, also muss ich 16,6 Liter durch Sekunde mal diese Energie von 157 Joule, und das ergibt somit eine Energie von 2617 Joule pro Sekunde. Also, ich brauche 16 Liter, eigentlich durch das Sekunde ist hier ein bisschen verwirrend, auch mit den Einheiten her. 16 Liter oder einfach nur 16 mal, machen wir es so, 16 mal diese Energie, und das erhalten wir somit 2617 Joule. Diese Energie muss die Pumpe pro Sekunde, also pro Sekunde, das ist die Energie, das ist E in Klammern für eine Sekunde. Das ist jetzt nicht ganz korrekt, also das ist die Energie für eine Sekunde nach oben zu befördern. So, da kann ich jetzt schon sagen, okay, ihr kennt ja die Formel, die Leistung ist ja die Energie durch die Zeit. Also kann ich sagen, 2117 Joule durch eine Sekunde, ist ja pro Sekunde, das ergibt dann somit 2600 Watt. 2600 Watt muss diese Pumpe somit an Förderleistung bereitstellen. Also das ist jetzt, ich schreibe es mal hier hin,
2617 Watt muss diese Pumpe bereitstellen. So, jetzt ist aber die Frage, was hier für eine Anschlussleistung rauskommt. So, jetzt muss ich hier von dieser Wattzahl nach vorne rechnen. Also als erstes rechnen wir hier hin. Also wir sehen uns den Wirkungsgrad von der Pumpe an und sagen, okay, die Leistung vor Pumpe, die ist ja gesucht, vor der Pumpe, ist die Leistung nach Pumpe geteilt durch 0,5, das ist der Wirkungsgrad. So, und das ist nach Pumpe, haben wir 2117 Watt geteilt durch 0,5 und das ergibt 5234 Watt. So, das ist jetzt vor der Pumpe. Und jetzt ist die Frage, was ist es vor dem Motor? So, jetzt geht mir schon langsam der Platz aus, aber das bekommen wir noch hin. Hier so an der Seite, P vor Motor ist P vor Pumpe geteilt durch die 0,8. Das ist der Wirkungsgrad vom Motor. Und das ergibt dann 5034 Watt durch 0,8. Und das ergibt 6543 Watt. So, und das ist die Anschlussleistung vom Motor. Das ist auch somit die Fragestellung. So, das war der erste Teil. Der zweite Teil, jetzt wische ich das mal wieder alles weg, ist jetzt die Frage, ich brauche jetzt wieder Platz. So, die Frage, was wir uns jetzt stellen muss, ist, also die B sage ich mal, wenn das die A war, die B, wie viel kosten 6 Stunden Betrieb bei 17 Cent pro Kilowattstunde? So, das ist jetzt die nächste Aufgabe. Die geht aber rucki zucki. Hier muss ich einfach noch sagen, okay, W ist ja die Energie, ist ja Leistung mal Zeit. Diese Leistung ist die Anschlussleistung, die muss ich bezahlen. Ist somit 6543 Watt. Kann ich auch anders schreiben. Ihr wisst ja mit den 10er Potenzen, Kilowatt sind 6,543 Kilowatt mal die Zeit, 6 Stunden, ergibt das 39,3 Kilowatt. Na, ja, gehört hier nicht hin, Kilowattstunden. So, und jetzt weiß ich, eine Kilowattstunde kostet 17 Cent. Das bedeutet, also unser Geld ist gleich die Leistung mal Geld pro Leistung. Das war ganz blöd geschrieben. Also blöd kann man sich's immer merken. Also das sind dann 39,3 Kilowattstunden. Ach, kleiner Fehler. Das hier ist kein P. Das ist ja nicht keine Leistung. Das ist ja eine Energie. Sprich W oder auch E. So ist ja diese Energie mal die 0,17 Euro gleich umgerechnet pro Kilowattstunde. Kilowattstunde kürzt sich und es ergibt sich 6,67 Euro. Was 6 Stunden Betrieb kosten bei einem Kilowattstundenpreis von 17 Cent pro Kilowattstunde. So, ich hoffe, das Video zu dieser Zuschauerfrage hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Abend, euer Elektrotechnik in 5 Minuten.